Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es was richtig Leckeres zum Fingerschlecken aus dem Backofen. Natürlich ist das Rezept auch für den Grill geeignet, also passend für den Sommer. Und ich sag euch direkt, diese Hot Drinks, die sind so verdammt lecker, dass ihr euch wirklich die Finger danach lecken wollt, wenn ihr dann schon die Marinade gemacht habt. Wenn es denn soweit ist und ihr noch was Marinade übrig habt, nicht alles verputzt habt, kommt das Ganze für ca. 50 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Danach unbedingt etwas abkühlen lassen und die Buffalo Hot Drinks sind fertig. Für die Marinade brauche ich 2 Knoblauchzehen, die werden fein gehackt. Und dann ab damit in eine kleine Schüssel. Dann Öl dazu. Dann brauchen wir noch etwas Sojasauce. Und Honig. Jetzt Paprikapulver. Für die Schärfe nehme ich Cayennepfeffer. Einen Teelöffel Honig und Salz und Pfeffer. Jetzt nehme ich einen kleinen Schneebesen und verquirle die ganze Marinade zusammen. Zum Schluss sollte das Ganze ziemlich dickflüssig sein. Die Hähnchenflügel werden dann mit der Marinade bestrichen, eingepinselt und anschließend für ca. 50 Minuten bei 180 Grad im Backofen ausgebacken. Das Rezept ist wirklich super, super lecker. Vorsicht, erstmal abkühlen lassen, ca. 10-15 Minuten. Für noch mehr Geschmack, lass das Ganze marinieren über Nacht für mindestens 12 Stunden mit etwas Klarsichtfolie in den Kühlschrank stellen. Dann schmeckt es nochmal ca. doppelt so gut. Die ganzen Zutaten sind unten aufgelistet in der Infobox. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und mir in die Kommentare schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Ansonsten vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, es mit euren Freunden zu teilen. Und ich sage dann schon mal guten Appetit und bis morgen. Tschüss.